Ich fahr nur alte Karren, will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was sie da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. So, wie man sieht, das ist ein Scheinwerfer. Ja, das ist unbestreitbar einer. Ne, ich habe mal geguckt im Bestand und ich habe noch einen total toten Scheinwerfer gefunden. Der ist also definitiv total blind. Und zwar kursiert jetzt in letzter Zeit des Öfteren eine Methode durch die Gegend, wie man die Dinger wieder klar kriegt. Entgegen meiner Methode etwas nachhaltiger. Natürlich erblinden die Dinger wieder, ne? Das ist so sicher wie das Amen der Kirche. Ist halt blöder Kunststoff, ne? Und da wollte ich jetzt mal mit euch zusammen ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert. Also wie gesagt, der ist definitiv blind, ne? Ja, da ist nichts dran zu rütteln. Aber er soll wirklich sehr gut werden. Werden wir sehen. Das allererste, wie immer, wir machen ihn sauber. Glasreiniger hat sich immer ganz gut bewährt. Entfettet auch gleich. Ja, solange er nass ist, sieht er sogar ganz gut aus, ne? Aber wenn er trocken wird, so wird das wohl nicht so bleiben. Aber schon mal zumindest ein bisschen besser, ne? Also die Leute, die das in den letzten Monaten da gemacht haben, haben Steifpapier genommen. Was habe ich denn da jetzt? Fühlt sich an, es ist 1000er Schleifpapier. Sehr gut. Nehme ich am liebsten dafür. Wir machen das wieder mit Glasreiniger nass. Jetzt sieht man auch schon den ganzen Dreck. So, und nach diesem 1000er Schleifpapier würde es jetzt bei meiner Methode weitergehen mit 1500, 2000, 3000. Polieren und dann quasi einen Schutz drauf.
Methode. Das habe ich genau so geplant. Mit der neuen Methode soll das eben wesentlich besser funktionieren. Dieser gelbliche Film, der darunter geht, ist quasi das Blinde, ne? Im eingebauten Zustand spart man sich wenigstens das Festhalten. Ich habe ehrlich gesagt nicht mal eine Ahnung, von welchem Auto die Scheinwerfer stammen. Rein optisch gesehen würde ich jetzt sagen Touran oder so. Die lagen mal in irgendeinem Auto, was wir gekriegt haben. Waren blind, ich habe sie einfach weggelegt. Weil blinde Scheinwerfer sind ja grundsätzlich nicht kaputt. So, jetzt muss ich mal irgendwas vorbereiten. So, ich habe mir totalen Blödsinn zusammengebaut. Und ich bin mehr als gespannt, ob das funktioniert. Ja. Ja, diesen Originalapplikator habe ich einfach nicht. Wobei es einen richtigen Originalapplikator auch nicht gibt. Ne? Wenn was zusammenfuscht, gibt es halt kein Original. So, oh, mal gucken. Zange. So. Festhalten kann ich es ja nicht, weil ich muss es jetzt mit einem Heißluftföhn von unten erhitzen. Okay, das kommt schon ein bisschen Richtung Hexerei, ne?
Okay. Nicht schlecht. Also, was haben wir jetzt da in diesem Ding, was ich mir da zusammengebrödelt habe, verdampft? Handelsübliches Aceton. Und wie ihr jetzt gerade gesehen habt, das funktioniert. Okay, ist also kein Internet, ist keine Internetlegende. Es funktioniert wirklich. Habe das wirklich für einen Mythos gehalten. Oder für irgendeinen Beschiss oder sowas, alles in der Richtung, aber es funktioniert. Und das Ergebnis ist okay. Wirklich okay. Wie gesagt, auf eigene Gefahr, ne? Du sollst nicht an der Streuscheibe rumschleifen. Hinter verschlossener Tür empfiehlt es dir auch jeder TÜV-Prüfer, also von daher. Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass es eventuell auch Bohrerscheinwerfer sein können. Wie gesagt, ich habe keinen Schimmer von wem, welchem Auto das ist. Das ist keine Ahnung. Gut. Also, wir müssen Aceton in einen Behälter packen. Da brauchen wir oben irgendeine Art Rüssel, wo dieser Dampf raus kann. Dann füllen wir Aceton ein. Ja, stimmt. Und dann machen wir es warm, wie auch immer. Ich habe jetzt einen Heißluftföhn genommen. Also Industrieföhn. Ja, und dann muss die Streuscheibe damit bedampft werden. Endergebnis, siehe da. Ist schon nicht schlecht, ne? Also es hat schon was. Das war jetzt tausender Papier. Einmal kurz die Verschmutzung runter. Und dann sauber machen, trocknen und dann mit Aceton bedampfen. Endergebnis hier dort. Schon nicht übel. Wie gesagt, ohne Gewehr, ne? Ich wollte nur diesen Mythos mal überprüfen. Ja, funktioniert. Und gar nicht mal so übel. Mit der Vorarbeit könnte man noch ein bisschen besser machen. Ne? Wie gesagt, war jetzt ein Schnellschuss mehr oder weniger. Aber wie man gesehen hat, nicht schlecht. Gut, das war jetzt Mistbusters für Kassenpatienten. Ich wünsche euch ein sanftes Wochenende. Bis zum nächsten Video.